So, fertig ist mein Kuschelkranz. Ich finde diese Wolle ganz toll. Dafür habe ich mir jetzt gedacht, ein bisschen was Edleres. Ich war im Blumenladen und habe mich halt hinreißen lassen von diesen zauberhaften Orchideen. Ich habe mir zwei Stück gekauft. Mit der einen möchte ich jetzt was machen. Die setze ich jetzt so hier an die Seite. Die habe ich jetzt auch umwickelt mit so einem Wollband und unten eine Folie dran gemacht. Dann mache ich es gerne noch ein bisschen österlich. Ach so, wer möchte. Ich habe noch mal so gerade mir so ein paar Bänder abgeschnitten. Wenn ihr das zum Beispiel jetzt auf ein Sideboard stellt, dann könnten einfach die Bänder so ein bisschen runter baumeln. So ganz locker. Das seht ihr dann nachher, wenn ich es umdrehe. Dann würde ich das gerne ein bisschen österlich gestalten. Einfach mit den Hühnereiern. Auch gerne, wenn sie ein bisschen kaputt sind. Das finde ich auch ganz toll. Dann habe ich mir meinen dicken Draht, meinen Fehlkauf, aber ist ja da, kann man benutzen. Da möchte ich mir den jetzt einfach so drüber legen und nochmal so einen dünneren. Ups. Das kann ich jetzt einfach so ein bisschen in den Kranz feststecken. So. Und da kommt jetzt, entweder könnt ihr jetzt euch noch so einen Osterhasen reinsetzen, den mag ich aber jetzt gar nicht da hinein, sondern einfach so ein ganz verspieltes romantisches Herz. Das setze ich mir jetzt so in den Draht
Und dann habe ich eine ganz zauberhaft österliche Dekoration in wunderbarem Rosa. Das ist jetzt das Band, das so ein bisschen runterhängt. Und ich fände es ganz schön für ein Sideboard. Die wächst halt ganz krumm. Das ist so eine wilde Orchidee. Das ist total schön. Gut. Dann zu meinem nächsten. Auch wieder ein Kranz. Gerade auch mit diesem Fell. Da habe ich einfach so eine dünne Baumscheibe. Und auch wieder zwei Kränze zusammengewickelt. Und um es ein bisschen sparsamer zu machen, ist das jetzt genau eine Rolle. Ich habe es schon vorher ausprobiert. Jetzt ist ein bisschen Schmutz dran. Eine Rolle drumherum. Dann braucht ihr nicht so viel, wenn man es ganz rumwickelt. Braucht man natürlich wie jetzt bei diesen drei Rollen. Hier haben wir jetzt eine Rolle. Und das schmücke ich jetzt einfach aus mit Stroh. Wenn ihr natürlich kein Stroh vertragt, dann, was auch schön wäre jetzt hierzu, ist Eukalyptus. Frischen Eukalyptus, der trocknet ein. Den einfach so ein bisschen hier reinlegen. Ich kann das nicht zeigen. Ich vertrage den nicht. Ich habe eine Allergie da drauf. Ich liebe den. Vielleicht hätte ich es mir künstlichen besorgen können, aber da habe ich jetzt gar nicht geschaut. Oder ihr kleidet das ein bisschen mit Moos aus oder auch mit einer anderen Filzwolle. Dann habe ich das Glas hier. Da ist jetzt ein Windlicht drin. Also Glas im Glas, so ein kleines Windlicht. Und ein paar Weidenkätzchen. Das ist so schön samtig mit dem Fell. Das finde ich ganz toll. Und jetzt mache ich einfach so ein bisschen Stroh dazwischen. Und das darf gerne auch noch so ein bisschen wild abstehen. Alternativ, anstatt jetzt das Windlicht, könnt ihr eine Vase nehmen. Wasser. Also könnt ihr so eine Vase nehmen, Wasser rein und dann einfach ein paar Blumen. Jetzt brauche ich mein Messer jetzt. Einfach ein paar Blumen. Jetzt habe ich hier so ganz tolle weiße Tulpen, so gezackt. Traumhaft schön. Da möchte ich jetzt einfach so ein paar reinsetzen. Dann noch eine wunderschöne Ranunkel, alles so in Weiß. Auf den Seitentrieb. Dann noch eine Fräsie. Ein kleiner Frühlingsstrauß. Ja, so ein Lisi hat das noch. Eine Fräsie. So. Das Stroh kann gern so ein bisschen abstehen, das finde ich krass. Wunderschön. So, das ist meine Dekoration für das Wochenende. Das war es auch schon von mir. Wie gesagt, nächste Woche gibt es noch mal zwei Videos. Ich hoffe, dass keiner krank wird. Es geht gerade rum. Ja.
Also, bis dann, macht's gut, bleibt gesund und tschüss.